Anno 800, mal wieder ein Anno-Samstag bei WB Anneuer. Beginn einer neuen Mini-Aufzeichnungsstaffel für euch, für die Leute auf YouTube und Grüße auch an die Damen und Herren auf Twitch am 22. Oktober 2022. Das haben wir letztes Mal gebaut hier. Das ist so eine Mischung. Wisst ihr, was das ist eigentlich? Finde ich, das ist eine Hacienda in der alten Welt. Eigentlich gibt es ja durch den Season 4 Pass die Möglichkeit, in der neuen Welt Haciendas zu bauen. Also eine Mischung aus Mini-Siedlung, umsäumt mit Mauern, und einem Verwaltungssitz und einem Zentrum für hochqualifizierte und effiziente landwirtschaftliche Produktion. Und ich finde, das, was wir gebaut haben, das ist eine Hacienda in der alten Welt. Das ist wirklich ernsthaft, wirklich. Hier, einmal schauen, ganz viele Bauernhäuser hier, auf engstem Raum, umsäumt mit Lagerhäusern, mit einer Mauer umbaut und umzäunt. Da in der Mitte ein Tankhof hier unten, das Herzstück, da vorne zu sehen, das Herzstück unserer agrarischen Produktion, Eisenbahn, die von da hinten, von der Küste aus dorthin führen, drumherum viele Felder, viele Traktorschuppen, hier seht ihr sie, in Reihe und Glied wie Zinnsoldaten aufgestellt. Traktoren, die ja durch die Weizenfelder durchrattern, Kartoffeln und vieles andere mehr. Es ist noch Platz für 13 weitere Farmen hier, die wir errichten können. 20 insgesamt kann man in einen Tankhof reinsetzen, und es ist natürlich was fürs Auge. Also wir hätten diese Siedlung hier auf der anderen Seite, auch von einer Mauer, einer Backsteinmauer umzäunt, gar nicht setzen müssen, haben es aber gemacht, der Optik halber. Und ich finde die Idee total klasse. Ich finde, das sieht super hübsch aus. Da haben wir letztes Mal anderthalb, zwei Stunden dran gebaut, und wir haben sogar noch den Luxus geleistet, dass wir drumherum, schaut mal bitte hier vorne, also sogar noch Kirschholz und Fliederbäumchen so ein bisschen drumherum in den Wald hineingesetzt haben. Viele Bäume fielen, viel mehr wurden gepflanzt. Es sieht allerliebst aus. Ich finde, das haben wir gut hinbekommen. Auf Twitch danke an Henry Spoon Music fürs erste Abo. Willkommen bei uns. Blumen aus dem Chat werden jetzt schon gepostet. Die sind für dich. Neu bekommen Blümchen. Danke an Henry. Also das sieht echt aus. So, Schönheitspreis räumen wir ab. Zweiten Preis, den wir jetzt abräumen wollen, ist der für die Zufriedenheit. Für die Zufriedenheit unserer Ingenieure. Da haben wir letztes Mal auch tüchtig expandiert, haben wir in Crown Falls, in unserer neuen Hauptstadt. Die ist ja modular aufgebaut. Hier vorne sind wir einst angekommen mit unseren Schiffen. Hier haben wir eine kleine, so ein Vorortedorf, so einen ersten Außenposten hingesetzt. Hier vorne ein Weiler oder ein erstes Camp oder was auch immer. Dann ein paar Agrargürtel drumherum gespannt auf verschiedenen Inseln im Flussdelta. Dahinter hier vorne ein Industriegebiet, seit letztem Mal auch angeschlossen mit Strom von diesem Kraftwerk. Öl wird dorthin gebracht über die Dampflokomotiven, dort verbrannt. Dampf treibt Dynamos an und Strom fließt hier in das Industriegebiet hinein. Dann fährt die Eisenbahn oben durch zum zweiten Kraftwerk, und das ist nur dafür da, um in einem neuen Viertel, das wir hingesetzt haben, die Ingenieure zu versorgen. Das sind die in blauen Häusern hier. Ja. Und die fragen halt Strom nach mittlerweile, weil wir so vieles hingesetzt haben. Eine Sache würde ich mir gerne nur anschauen. Und zwar kann man ja den Skin ändern, die Gebäudevariante. Das konnte man auch, da gab es irgendwie so eine Möglichkeit, das auch in mehreren Gebäuden gleichzeitig zu machen. Dann soll man das mal machen, so ein bisschen quer da durchgehen. Ging das mit Shift oder mit Alt? Weiß es nur einer auswendig? Ich muss die Instruktionen Shift, für die Arbeiter danke. Weiter vereinfachen, damit sie nicht wieder unken. Das Handbuch zu lesen wäre schwieriger, als die Maschine zu bedienen. Kriegen wir das so hin? Ah, so alle auf einmal. Alle will ich gar nicht. Alle sind ein bisschen viel, ne? Wie kann man denn, da gab es nicht irgendeine Taste, mit der man nur einen Teil machen konnte? Ich drücke gerade Shift. Ich will nicht alle hier farbig machen. Ich würde gerne einen Teil ändern, einen Teil nicht. Wie geht das nochmal? Der Pinsel, ich bin schon im Pinsel drin. Ach, ganz
ganz genau. Ihr habt recht, natürlich. Das war... Hier, der Pinsel, ne? Gott, wo ist der Pinsel? Hier, kopieren, Pinsel, da ist er. Shift über die Wohnhäuser drüber ziehen, Alt. Genau. Alt und Shift. Also mit Shift den Bereich aufziehen und mit Alt. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wie es geht. Dann ändern wir ein paar einzelne erstmal. Ändern wir den hier zum Beispiel in das hier vorne hin. Ach, die sind mir zu ähnlich mit denen hier. Einmal hier rein. Ach, das hatten wir schon. Einmal hier rein. Und dann ziehen wir mit dem Pinsel. Ah, so funktioniert das mit Pinsel. Und mit Shift können wir so... Ah, das sieht mal. Das sieht natürlich super hübsch aus, aber irgendwie schwer zu unterscheiden. Wir sind doch noch im Aufbau von den Häusern hier vorne, ne? Zumindest aus Messing. Könnte ich natürlich auch ändern. In eine farbenfrohe Fassade zum Beispiel. Oh, das sieht hübsch aus. Sind hier vorne jetzt auch alle geändert worden? Alle im ganzen Ort sind jetzt geändert worden. Kann man machen. Was haben wir sonst für Varianten hier? Das ist Backstein. So sieht Backstein aus. Ja, die sind sehr schwer von anderen unterscheidbar. Das hier sind kleine Unterschiede. Das ist die Standardgeschichte. Ja, die kann man am deutlichsten farbig unterscheiden einfach. Ne? Die Menschen lassen sie hochleben. Ich finde das echt schwer. Also die kann man noch unterscheiden. Das geht noch. Wir könnten auch zwischen den beiden ja wechseln. Ja. Dann gehen wir hier einmal rein und arbeiten dann mit dem Tool hier vorne mit dem Pinsel. Und verändern dann so ein paar einzelne. Moment mal. Achso, man muss erstmal ein einzelnes ändern. Das ändern wir hier hin. Genau. Jetzt ziehen wir mit dem Pinsel, kopieren wir das jetzt und ziehen das mit Shift so in einzelne Gebiete rein. Das geht wiederum nicht. Also hier. Hoppla. Nochmal. Shift gedrückt halten. Ach, man muss von hier aus starten auf jeden Fall. Ne, das ist ein bisschen doof. Ich will es ein bisschen abwechslungsreich machen. Mal gucken, da muss man ein paar Mal, kann immer nur auf Nachbarhäuser ziehen. Mal schauen, wie wir das gebacken bekommen hier. So ist ein bisschen bunter. Jetzt machen wir das hier vorne auch mal. Aber so deutlich. Ja. Jetzt ändern wir einen von denen hier. In die Standardgeschichte. Und basteln hier auch ein bisschen. Mit dem Pinsel hier noch ein bisschen rum. So. 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 Mhm. Wird echt deutlich schwieriger dann. Hier ändern wir einen. Dränge zu neuen Ufern. Wieder mit Pinsel. So. Hier vorne ändern wir auch. Das ist witzlos. Das machen wir ganz am Ende. Wir bauen erst das Viertel komplett auf, weil es verändert sich noch so oft. Und damit ich die zum Start mal besser unterscheiden kann, die Ingenieure, erlaube ich mir auch den Luxus, die aller.
Nachtleben? Wie sieht das aus? Alt-Taste gedrückt halten, nee, Shift gedrückt halten. So ist Nachtleben. So ist die farbenfrohe Fassade. Das finde ich eigentlich am hübschsten, die farbenfrohe Fassade. Da haben wir nämlich teilweise verschiedene. Da haben wir nämlich auch Farbunterschiede innerhalb der Gebäude. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Da können wir mitarbeiten. Da können wir mitarbeiten. Damit fangen wir erstmal an. So, den Rest machen wir dann später. So, wir wollten hier für die Zufriedenheit noch sorgen und noch mehr Leute hier unterbringen. Was die Damen und Herren brauchen, ist Rum, Hochräder, Taschenuhren, eine Bank haben sie, glaube ich, schon freigeschaltet. Die steht hier vorne, wird aber noch nicht nachgefragt. Dann haben wir hier vorne Kaffee brauchen wir und Glühbirne, nicht für die Zufriedenheit, sondern dafür, dass hier mehr Leute einziehen. Und da ich schon mal genug Leute hier leben, würde ich jetzt schauen erstmal, ob die Bedürfnisse passen. Ob die, also ob von den bestehenden Konsumgüterversorgung, ob da alles okay ist. Wir haben ein Brotproblem und ein Seifenproblem, daran sollten wir arbeiten. Nach nur eins an Pelzmänteln. Dann fangen wir mal an mit Brot und mit Seife. Importe haben wir, glaube ich, auch keine. Das würde mich sehr wundern. Gehen erstmal schauen, wie es aussieht bei Brot. Wir suchen mal unsere. Schauen erstmal, wie viel Mehl produziert wird. Ausgangsstoff für die Brote. Finden wir bei den Zwischenprodukten genug. Wir haben die Bäckereien nur nicht gesetzt. Wir produzieren genug Mehl. Fürs Mehl auch genug Getreide. Problem ist, dass wir zu wenig Bäckereien haben. Die könnten wir einfach an Strom. Items nutzen wir mittlerweile. Balladrin allerdings noch nicht sehr viele, aber wir haben ein paar Rathäuser platziert. Dann machen wir das ja. Da fangen wir so langsam mit an. Wo stehen unsere unsere Bäckereien, die mit denen wir begonnen haben? Wo stehen die denn? Hier vorne alle. Die stehen hier nicht beim Strom. Das war Absicht, weil wir das so hübsch fanden hier. Weil wir genug Arbeitskräfte haben. Wir haben 4 Stück. Die hier vorne stehen, deren 2. Und wo stehen die anderen? Hier vorne. Würde ich so lassen. Wir setzen einfach eine neue, dann diesmal mit Strom hinten rein. Oder wir können natürlich hier rund ums Agrarische das auch machen. Und hier das hier zubauen, aber ich würde das so lassen. Ich finde das eigentlich sehr hübsch mit den Feldern drumherum. Wir haben allerdings hier auch eine Mühle. Man könnte auch noch eine Bäckerei daneben stellen. Wäre eine Option. Und das hier noch ein bisschen weiter und dann drumherum. Hier noch ein Lagerhaus außen vor, dann noch ein paar Bäckereien. Ich könnte mir das vorstellen. Aber da hat man diesen agrarischen Effekt nicht so, ne? Andererseits, wir haben ja die Mauern und bei Mauern aber also Bäckereien in der Nähe von Getreidefeldern. Das ist nicht so total abwegig. Allerdings hätten wir da keinen Strom, den wir dafür benutzen könnten. Ich lektoriere das so, wie wir es sonst auch machen. Veröffentliche das einmal so. Also wenn wir es hier machen, müssen wir ein bisschen umplanen hier. Wir könnten das. Ja, ich würde. Wir könnten natürlich hier diese Parkanlage, die ich an der. Diese improvisierte Parkanlage wegmachen. Wir könnten da ein paar Bäcker. Ach komm, wir lassen das. Wir machen hier nur Landwirtschaft und machen die Bäckereien, packen wir hier vorne hin. Die sind noch relativ klein. Davon brauchen wir 1 bis 2 nochmal. Lagerhäuser stehen etliche da hinten. Arbeite mal im Blaupausenmodus. Eine hierhin, ein Lagerhaus dahinter. Lagerhäuser eher in die Mitte, ne? Genau, Lagerhäuser in die Mitte für beide Seiten dann gut erreichbar. Einmal hier hin. Und jetzt entfernen wir den Baum hier. Denn wenn wir das machen, Trick 17, dann kann die Brauerei über ein winzig kleines Stückchen Straße direkt hier in das Lagerhaus rein. Geht das hier rein. Da
Noch weitere Bäckereien, 2 Stück bitte. Haben wir hier vorne? Ja, sieht doch wunderbar aus. Damit kann man arbeiten. Auch hier Straßen bitte. Also gepflasterte Straßen und nicht nur die ollen. Das funktioniert sehr gut. Den bauen wir zügig aus, wir haben nicht viel Platz. Kann man schon gleich groß machen hier. Bäckereien sollte jetzt passen. Lagos nicht an den Strom bauen, nicht für der Optik halber. Man kann es auch außerhalb hinsetzen, ja. Aber wir bauen das so kompakt ineinander. Lagerhaus in die Mitte können wir uns gönnen, finde ich. Jetzt wollen wir mal nachschauen. Haben wir immer noch genug? Jetzt brauchen wir mehr Mehl. Brot selber Überangebot. Werden wir sicher noch ausbauen. Das heißt, wir brauchen nur mindestens eine weitere Mühle. Die wiederum setzen wir dann hin. Hier in das Dorf hier noch eine hin. Die Flammen sind außer Kontrolle. Oh. Wo denn? In unserer alten Hauptstadt in Bullshaven brennt es. Wir haben beide unser Ziel erreicht. Du warst das? Ah, mein Name Kaina. Du Teufelsbraut. Echt, wirklich? Feuerteufel in Person? Legt auch noch öffentlichen Geständnis ab. Unfassbar. Aber Leute, die will mich damit reinziehen. Ich habe nichts damit zu tun. Es ist nicht mein Ziel, die eigene Hauptstadt in Flammen aufgehen zu lassen. Madame Kaina, alle haben sie bislang für einen NPC-Charakter gehalten, für einen neutralen. Jetzt zeigt sie ihre wahre Fratze. Feuerteufel, Madame Kaina. Und dann verspottet sie uns noch. Das sind die düstersten Dinge, die ich bislang bei Anno 1800 erfahren habe. Dass dieses zauberhafte Geschöpf zuständig ist für Flammenmeere in der Stadt hier. Ganz schrecklich. Augenöffner. Das wird mir jetzt erst klar in der x-ten Anno-Partie. Dass sie dahinter steckt. Krass. Alles in Schutt und Asche hier. Das kann ich mir nicht angucken. Furchtbar. Gehen wir zurück nach Crown Falls. Wir wollten noch weitere Mühlen hier irgendwo hinsetzen. Ich könnte mir vorstellen, den hier etwas zu verkürzen, den Wald. Ja, und 2 Mühlen hier reinzusetzen. Mal gucken, wie das aussieht. Nur so testweise. Ach, das geht. Passen die da nebeneinander? Ja, das kann man machen. Das sieht nicht doof aus. Ach, da passen gar nicht 2 nebeneinander. Oh, komm, ich nicht fertig. Passen da gar nicht denn eine? Eine Dekomühle. Schief und schräg. Nee, das mache ich nicht. Das machen wir dann doch nicht. Das können wir so machen. So, dann wollten wir nach dem Mühle nochmal Ausschau halten. Mitch, danke dir fürs 16. Abo. Liebe Grüße an Mitch, lange schon dabei. Dickes Dank. Die setzen wir dann... Ja, also hier noch die ein oder andere, auch wenn da kein Strom ist, finde ich schon sehr hübsch, ne? Lass uns das mal machen. Wo ist der Tankschuppen da hinten? Eine noch hier vorne hin. So, geht dann innen rein. Brauchen wir noch eine? Ich glaube ja. Würde knapp reichen. Fürs Brot. Dann brauchen wir als nächstes... Achso, und Getreide hatten wir genug, ne? Getreide ist top. Dann brauchen wir auf jeden Fall hier vorne noch. Seife. Für Seifenherstellung brauchen wir Schweine.
Und eine Vasenmeisterei für Talg. Schauen wir hier einmal rein in die Zwischenproduktion. Talg passt. Schweine passen. Überschuss. Das heißt, noch Minimum eine Schweinefarm. Und so weiter. Wo stehen die Schweinefarmen im Augenblick? Wo haben wir sie hingesetzt? Da vorne. Ach so, verteilt in aller Agrarzone. Gebäude wurden zum Raub der mal hier, mal woanders. Manche sollen hier ein Agrarzentrum das weiter ausbauen. Ein paar Schweineställe. Schaden kann es nicht, könnte ich mir gut vorstellen. Leider müssen wir ein paar Sachen kurz in Ordnung bringen hier. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Das war's. Und wieder zurück. Hier vorne. Hier geht's raus, da bauen wir ein paar hin. Das heißt, wir setzen eine Schweinezucht. Achtung, da brauchen wir auch einen Lageranschluss. Ist hier oben rum? Ja, kann man machen. Sie ist nicht top, aber geht. Einmal hier vorne hin. Schönen Tag auch. Futtersilo daneben, bitte. Einige Felder könnten helfen. Bin dabei. Ganz ruhig, gute Frau. Ganz, ganz ruhig. Hetzt mich bitte nicht. Unfassbar hier. Ein WB lässt sich nicht hetzen. Oder doch? Nein. Nie. Nie und nimmer. Hoffe ich. Einmal hier hin. Nochmal bitte. Eins ist etwas größer, das ist das Zentralere. Auch hier fünf Felder drumherum, bitte. Etwas Deko in die Mitte. Ein Wasserturm. Und ein Apfelbäumchen. Genau. Hier kommt noch keine Deko hin. Die holen sich das Getreide ab. Haben wir genug Getreide jetzt für all die Schweine, die hier gezüchtet werden? Ja, Schweine viele. Nächster Schritt, mehr Talg bitte. Das setzen wir industriell hin. Schauen mal, wo wir die im Augenblick stehen haben. Die sind auch mit Strom besser. Vielleicht platzieren wir da auch nur um. Ja, da vorne hatten wir haben zwei Vasenmeistereien. Eine in der Mitte. Die ist ohne Strom. Und die zweite, wo steht die? Hintereinander stehen die hier. Beide sind stromlos. Ja, wir könnten die... Da vorne sind die, ne? Also die sind hier so hübsch reingebaut. Ich kann mal hier stehen lassen. Wir setzen die neuen einfach hier hin. Die neuen bekommen Strom, die alten nicht. Zweimal drei. Dreimal drei, ne?
können wir noch eine Feuerwehr hier gebrauchen. Ich glaube, nee, da vorne steht eine. So, gleich schauen, was wir hier noch dazwischen gequetscht bekommen. Die sind beide mit Strom, das heißt, die produzieren doppelt so viel. Doppelt so viel Talg, verbrauchen allerdings auch doppelt so viel Schweine. Talgproduktion jetzt in Unmengen. Schweineproduktion reicht knapp. Jetzt können wir uns jede Menge an Seife noch erlauben. Eine Siederei haben wir bislang. Wo? Die steht hier vorne. Ach, die lassen wir da. Wir bauen das jetzt nicht mehr um. Da läuft halt eine ohne Strom. Geht auch nicht die Welt von unter. Also ich finde das hübsch, wenn die in nah beieinander... Oh, wie schön ist das denn? Ja, das kann man doch machen. Baut alles zu hier. Hier können wir zwei nebeneinander hinsetzen. Ne? Eine erstmal hier hin. Eine Siederei. Seifenproduktion jetzt massiv. Viel mehr als wir brauchen. Und das geht glatt auf. Ist sogar zu viel? Nee, geht glatt auf. Schweine gehen auch. Alles diese passt. Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Das höre ich gerne. Ja, kann man erstmal mitarbeiten. Viel mehr Seife, als wir brauchen, alles gut. So. Also, Haken hinter der Seife. Nächster Schritt. 8 Uhr. Danke dir fürs 14. Abo. Grüße an 8 Uhr. Hi. Was machen wir als nächstes? Brot haben wir, Schweine, bla 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 bla. Alles gut. Ja, Pelzmäntel. Pelzmäntel ist der nächste Schritt und dann geht es an die Sachen, von denen wir noch gar nichts produzieren. Erstmal holen wir das auf, wo uns noch was fehlt.